Ja, die Radikalisierung junger Menschen hier in unserem Land generell stellt uns vor gigantische Herausforderungen. Es geht darum zu verhindern, dass junge Menschen ausreisen, sich an Kriegshandlungen beteiligen und gar traumatisiert zurückkommen und am Ende hier Anschläge begehen. Unsere Idee war es, praktisch über den Tellerrand der Polizei hinauszugehen und einmal nicht nur polizeipraktische Erwägungen zum Zuge kommen zu lassen, sondern eben die Erkenntnisse der Wissenschaft mit einbeziehen zu können. Es ist nicht nur eine Gefahr, es ist Fakt, dass sich bereits auch hier in Hessen, in der ganzen Bundesrepublik allerdings, junge Frauen schon radikalisiert haben. Übrigens aus allen gesellschaftlichen Schichten heraus, nicht nur mit Migrationshintergrund, auch ohne, aber vorwiegend eben mit Migrationshintergrund. Und es sind junge Mädchen, auch junge Frauen mit kleinen Kindern, schon in die Kriegsgebiete gereist, haben sich beteiligt an Kriegshandlungen, teilweise aber eben auch prostituiert für die Kämpfer. Und Sie können sich unschwer vorstellen, wenn diese jungen Leute zurückkommen, wenn sie denn physisch noch gesund sind, so sind sie doch psychisch schwer angeschlagen, traumatisiert. Und es ist bislang nicht absehbar, welche Gefahr sie dann innerhalb unserer Gesellschaft darstellen. Wie kriegen Sie das als LKA eigentlich mit? Sie haben ja beschrieben, das passiert auch oft übers Internet. Diese Radikalisierung vollzieht sich wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum. Wie bekommen Sie das mit? Bei Frauen jetzt auch speziell. Na gut, also das ist unser polizeiliches Handwerk, dass wir natürlich unsere Daten vor dem Hintergrund unserer Rechtsgrundlagen dort aus den Quellen ziehen, wo sie uns sich anbieten, auch aus dem Internet. Das ist auch in anderen Phänomenen durchaus üblich, in der Allgemeinkriminalität, nicht nur in der Terrorismusbekämpfung. Und wir haben inzwischen eine ganze Fülle von Erkenntnissen zu Personen und zu Vorgängen, zu Gruppierungen. Und darunter sind eben leider auch junge Mädchen, auch sehr junge Männer und viele Menschen, die im Grunde genommen in unserem Land sozialisiert wurden, unsere Rechtsordnung kennen und sich dennoch abwenden. Das ist ja das Spannende. Und deswegen haben wir ja auch unter anderem diese Veranstaltung initiiert, weil uns die Motivlage noch ein bisschen zu unklar ist und sehr komplex und vielseitig und nicht so einfach zu beantworten, weil es eben auch über unsere Ländergrenzen hinausgeht, weil es ein Zusammenspiel unterschiedlicher Problemstellungen ist. Deswegen auch die Einbeziehung der Wissenschaft. Das ist ganz schwer, nur in wenigen Sätzen zu beantworten. Es können wirtschaftliche Nachteile sein, es kann eine persönliche Schwäche sein, eine Schwäche der Persönlichkeit, es kann eine fehlende Integration sein, es kann alles zusammen sein. Es ist sehr, sehr vielfältig und sehr komplex. Sind denn die Frauen irgendwie in gewisser Weise harmloser als die radikalisierten Männer? Weil man hört ja oft, Sie haben auch Überschriften zitiert aus Medien, dass die als Ehefrau sozusagen von einem IS-Kämpfer dann nach Syrien ausreisen. Sind die dann so gesehen ungefährlicher? Nein, das sind sie nicht. Es stellt sich aber sehr unterschiedlich dar. Es gibt die Frauen, die praktisch dem Mann dienen und zu seiner Unterstützung in die Kriegsgebiete ziehen. Es gibt aber durchaus auch Frauen, die aktiv am Kriegsgeschehen teilnehmen. Und wenn wir dies beobachten, sind die durchaus genauso grausam und gefährlich, was man im Übrigen auch bei anderen Kriegen schon gesehen hat. Wenn Frauen als Soldatinnen mitkämpfen, dann gibt es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern in der Grausamkeit. Jetzt haben wir schon einiges gehört über die Thematik, warum wir uns heute hier treffen und besprechen. Aber Frau Thura, Sie möchten gerne auch noch kurz in die Thematik einführen. Sehr gerne, danke schön. Meine Damen und Herren, sehr verehrter Minister, liebe Gitta, bemerkenswerte Schlagzeilen sind seit einiger Zeit den Medien zu entnehmen. Die Töchter des Dschihad, so im Spiegel am 7. Februar 2015. Frauen ziehen in den Dschihad. So die Frankfurter Rundschau am 13.11.2014. Gottgefälliges Leben an der Seite eines Kämpfers. So die FAZ am 13.11.2014. Safia begann ihre Terrorlaufbahn mit 7. Das Hannoveraner Mädchen. So die Bildzeitung am 4.3. diesen Jahres. Der Krieg meiner Tochter. So eine Ausstrahlung in Arte am 22.04.2016. Das sind Überschriften,
mit denen unsere Gesellschaft dieser Tage, aber auch schon seit geraumer Zeit konfrontiert wird. Wir sehen in unserer alltäglichen polizeilichen Arbeit, das heißt in der Verfolgung von Straftaten, ebenso wie in der Gefahrenabwehr, dass zunehmend Frauen, vor allem ganz junge Frauen, teilweise auch minderjährige Mädchen, durchaus eigeninitiativ in den Dschihad ziehen oder ziehen wollen. Der Terrorismusforscher Peter Neumann vom Londoner King's College beschreibt in seinem Buch Die neuen Dschihadisten, dass die betroffenen Mädchen und Frauen durchaus nicht schwach seien. Die Ausreise, die Radikalisierung sei eine bewusste, eine selbstbewusste Tat, gar eine Form der Emanzipation. Auch zeigten viele Aussteigerberichte, dass die weiblichen Dschihadistinnen genauso harsch und ideologisch verbohrt seien wie ihre männlichen Gefährten. Die damit einhergehende traditionelle Bekleidung, oft die Vollverschleierung, sei wichtiger als die Kleidung bei den Männern. Wer hier nicht folge, werde schnell des Verrats bezichtigt. Signifikant sei ebenso, dass die jungen Frauen oft auf eine archaische Idee hereinfallen, nämlich, dass der romantische und attraktive junge Held, der sich im Internet präsentiert, die Prinzessin an seiner Seite sucht. Viele Teenager würden die Kämpfer inzwischen die Popstars verehren. Teilweise wird das Phänomen allerdings auch als Provokation gegenüber Eltern und anderen Autoritätspersonen innerhalb der Spannbreite pubertärer Reaktionsmöglichkeiten erklärt. Neumann schreibt hierzu, dass der Salafismus wohl die provokanteste Form des Aufbegehrens in der sehr toleranten westlichen Gesellschaft darstelle. Etwas Extremeres sei kaum vorstellbar. Wie viele junge Menschen, so seien auch diese Mädchen auf der Suche nach festen Strukturen und Ordnung. Sie sehnten sich nach Gemeinschaft und Sinn. Religiöse Schriften als normatives Regelwerk und feste Handlungsanleitung für alle Situationen des Lebens gäben hier die gewünschte Orientierung, mit oft fatalen Folgen. Die Realität in den Kriegsgebieten sieht dann tatsächlich grausam aus. Die romantische Verliebtheit wird schnell zur Prostitution, begleitet von Gewalt und Traumatisierung. Die Radikalisierung der Mädchen findet oft außerhalb des Elternhauses, in einschlägigen Moscheen, vor allem aber über das Internet statt. Modernste Kommunikationsmethoden der jungen Generation greifen über die Instrumente der bekannten sozialen Netzwerke mit hochprofessionellem Marketing. Coca-Cola-Terrorismus wird das mitunter im Jargon derer genannt, die sich damit professionell auseinandersetzen. Die Diskussion um die Rolle junger, radikalisierter muslimischer Frauen in unserer Gesellschaft findet sich in einer Zeit wachsender Furcht vor terroristischen Anschlägen in Europa und damit auch im eigenen Land wieder. Ja, wir sorgen uns tatsächlich. Schließlich haben alleine in der jüngsten Vergangenheit die Anschläge in Paris, Kopenhagen und Brüssel gezeigt, wie schnell, unberechenbar und vor allem mit großem Schaden der islamistische Terrorismus zuschlagen kann. Dieses Phänomen macht nicht nur für uns in der Polizei, sondern gesamtgesellschaftlich deutlich, dass hier ein Konflikt zwischen offensichtlich sehr unterschiedlichen Kulturen auf unserem Kontinent geradezu explosiv ausgebrochen ist. Mögen die Gründe religiös, ideologisch, politisch, wirtschaftlich, kulturell oder eine Kombination aller oder einiger dieser Attribute sein. Nahezu jahrzehntelang leben wir mit einer wachsenden muslimischen Community in Deutschland gut zusammen. Dabei gab es lange keinerlei nennenswerte, öffentlich wahrnehmbare Diskussionen im Hinblick auf die Bedeutung oder gar Inhalte des Islams. Auch nicht auf unterschiedliche Kulturen und Werte sowie deren mögliche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.
Nun sehen wir uns angesichts der dynamisch wachsenden Terrorgefahr, komplexen gesellschaftlichen und vor allem auch sicherheitspolitischen Herausforderungen gegenüber, die es zu bewältigen gilt. Soll der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat, der Frieden sowie die damit untrennbare verbundene Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung weiterhin Bestand haben. Für die Polizei ist dies aus mehreren Gründen von erheblicher Bedeutung. In unserer Aufgabenerfüllung, der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr und der Prävention begegnen wir Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund als Betroffene, als Opfer, als Zeugen und auch als Täter. Darüber hinaus haben wir seit über 20 Jahren Polizeibeamtinnen und Beamte mit unterschiedlichen Nationalitäten eingestellt. Darunter sind selbstverständlich auch viele Muslime, die für ihren Dienst einen Eid auf unsere Verfassung geleistet haben. Und innerhalb der Polizei wie auch jenseits des Dienstes in ihrem Privatleben sich ebenso diesen Diskussionen und Herausforderungen ausgesetzt sehen. Die zunehmende Globalisierung unserer Welt in vielerlei Hinsicht, die offenen Grenzen, die uneingeschränkte Mobilität und weltweite Kommunikation über das Internet allein in den letzten 10 Jahren führen dazu, dass die weltweiten Krisengebiete direkt und ohne Umwege auch hier in der Bundesrepublik präsent sind. Hinzu kommt die Bedeutung einer wachsenden Zuwanderung, vornehmlich aus den Krisengebieten. Die sich daraus ergebenden Herausforderungen für eine gelungene Integration der Menschen und ebenso von entscheidender Bedeutung für eine Akzeptanz und die erforderliche Mitwirkung aus der Mitte unserer Gesellschaft. Interessant erscheint zunächst die Frage, warum von beiden Geschlechtern, vor allem die Frauen, in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion mit besonderem Interesse betrachtet werden. Das drückt sich unter anderem dadurch aus, dass die zunehmende Anzahl weiblicher Aktivistinnen im Dschihad hier in unserem Land sozialisiert wurde und sich scheinbar diametral entgegen unserem Verständnis von Emanzipation und Gleichberechtigung dem Mann scheinbar unterwirft, die Polygamie akzeptiert, sexuelle Dienstleistungen am Rande des Kriegsgeschehens anbietet und vornehmlich für den Nachwuchs künftiger Kämpfer sorgen will. Im Kontext zu diesem Phänomen steht die traditionelle Bekleidung vieler muslimischer Frauen in einem zunehmend kritischen Fokus der Betrachtung. Sind das Tragen einer Vollverschleierung oder auch des Kopftuches als mutmaßliche Symbole der Unterdrückung oder gar politische Aussage zu verstehen? Widersprechen diese Bekleidungsstücke nicht nur unseren westlichen Bekleidungssitten? Können sie gar Zeichen eines zunehmend aggressiven Salafismus sein, der die Grundwerte der westlichen Kultur bekämpft? Oder gehören sie im Rahmen einer pluralistischen, toleranten und offenen Gesellschaft einfach dazu? Während die Bekleidungsfrage auch wegen der gebotenen Trennung von Staat und Religion gerade im öffentlichen Dienst auch in anderen Arbeitsverhältnissen rechtsstreitig diskutiert wird, so auch gerade aktuell vor dem EuGH, ist die Frage der Gleichberechtigung bzw. der Rechte muslimischer Frauen in unserer Gesellschaft dagegen nicht nur eine Frage der Auslegung der einschlägigen Schriften. Die Gleichstellung unserer muslimischen Mitbürgerinnen, meiner muslimischen Kolleginnen, ist nicht verhandelbar. Sie folgt aus den Grundrechten und ist mitentscheidend für das Funktionieren unserer rechtsstaatlichen Ordnung. Der in diesen Tagen häufig zitierte frühere Bundespräsident Christian Wulff bezog sich bei seiner Aussage, der Islam gehört zu Deutschland, auf Johann Wolfgang von Goethe, der sich einer Annäherung zwischen Orient und Okzident sehr positiv zuwandte. Bemühen wir doch den Dichter in diesem Kontext ein weiteres Mal, und zwar mit dessen Aussage im Faust, doch ein Begriff muss zu dem Worte. Übrigens ein Dialog zwischen Mephisto und seinem Schüler zum Thema des theologischen Studiums. Es bedeutet nichts anderes, als zu erforschen, zu ergründen, zu definieren, was genau
und in diesem Fall der Islam aus Sicht der bei uns lebenden Muslime, aber auch aus Sicht der Wissenschaft und der Lehre beinhaltet bzw. aussagt. Und welche Aussage sich zur Auslegung des Korans im Hinblick auf die Rolle der Frau in unserer Zeit und vor dem Hintergrund unserer Verfassung treffen lässt. Das Bild über den Islam, die Auslegung des Korans und in diesem Zusammenhang insbesondere das Verständnis von der Rolle der Frau, welches sich bislang in Artikeln, in Symposien, in Interviews und zahlreichen Veranstaltungen ergibt, ist bemerkenswert ambivalent. Bei weitem gibt es hierüber noch kein Konsens, wie genau diese Rolle zu verstehen ist. Im Kontext dieser Diskussion ist oft von der Bedeutung der Aufklärung als epochaler Leistung der westlichen Welt im ausgehenden 18. Jahrhundert die Rede. Vollkommen zu Recht. Denn die Idee dieser für uns so prägenden Zeit findet sich in der Bedeutung der menschlichen Vernunft. Immanuel Kant hat als Kind dieser Zeit in seinem Werk der Kritik der reinen Vernunft die Grundlage der Erkenntnisgewinnung sowie deren Bezug zu Wahrnehmung, Erfahrung und Verstandesvermögen diskutiert. Einfach übersetzt heißt das für uns jetzt, dass wir uns auf den Weg machen müssen. Auf den Weg der Klärung und des Austausches von Erfahrungen, Wahrnehmungen und Ideen, der konstruktiven Auseinandersetzung und Reflexion, letztlich der daraus folgenden Erkenntnisgewinnung und der Möglichkeit differenzierter und dabei realistischer Lösungsansätze. Nur dann haben wir die Chance, uns erfolgreich diesen Herausforderungen stellen zu können. Die Idee zu dieser Veranstaltung war daher nicht, für unsere polizeipraktische Arbeit Handlungsanleitungen, Checklisten oder gar fertige Lösungen zu erarbeiten. Das machen wir sowieso. Es geht uns vielmehr darum, interdisziplinär eine Diskussion anzustoßen, weiterzuführen und sich von deren Inhalten inspirieren zu lassen. Wir wünschen uns, dass die Gespräche weitergeführt werden mögen, über diese Veranstaltung hinaus. Wir sind davon überzeugt, dass so ein unschätzbarer Gewinn für unsere polizeiliche Strategie und alltägliche Praxis generiert werden kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für diese einführenden Worte.